Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch State of Decay 2. Also, was haben wir hier? Ein Update. Und zwar mit neuen Funktionen. Das solchen Territorium hindert dich jetzt daran, Ort in der Nähe eines solchen Herzens zu beanspruchen. Okay, viele Außenposten bieten jetzt Upgrades und neue strategische Möglichkeiten. Wechsle auf eine neue Karte oder Kartenschwierigkeit, um diese Funktion in Aktion zu sehen. Okay. Das will ich zwar nicht. Also ich will nicht auf eine neue Karte wechseln. Aber ich glaube... Ja, da ist tatsächlich was Neues. Wir haben jetzt eine Langwaffe und eine Kurzwaffe. Ich hole mir die gleich mal. Waffen. Ausrüsten. Und die müsste man auch reparieren. Mit C mache ich das mal. Genau. Und davon nehmen wir mal durch den Packen Munition mit. Gut. Ja, darauf haben sich viele von uns gefreut. Dass man nämlich... Was ist das für ein roter Streifen? Also wenn ich jetzt meine Waffe ziehe, habe ich die Shotgun. Und mit zwei wechsle ich um. Das ist schon sehr cool. Ja, also okay, sie tritt, während sie schießt. Sehr, sehr cool. Also, ja, feine Sache. Beseitige die Infektionsherde. Gut, schauen wir mal auf die Farm. Wasser, okay. Okay, hier haben wir eine Horde. Vielleicht sollten wir uns die mal gleich vornehmen. Und zwar... Wurfbrandgranate. Von dem Socks. Okay. So, Infektionsherde in der Nähe. Das ist die Apotheke. Befördere jemand zum Anführer. Ja. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun. Ich denke, wir sind alle ein bisschen zu close for comfort around here. Schauen wir uns da mal um.
kurz ansehen. Tragbarer Generator. Das bringt mir für das Ding nichts. Aufwerten. Ich habe keine drei Leute. Okay. Cole und Julia sind die einzigen. Okay. Reparieren. Sind alle beschäftigt tatsächlich? Werkstatt, okay, weil hier was aufgewertet wird und hier was aufgewertet wird, okay. Schau mal, oder? Ich weiß nicht so richtig, worum ich mich jetzt zunächst mal kümmern sollte. Ich weiß, dass das mit dem Lager mal ein Problem war. Wenn man Materialien zu lange... zu lange gelagert hat, einen Packsack entnehmen. Und zwar... 5-mal. Ich denke, wir lagern ein bisschen... ein paar Materialien in den Vans. Oder hier. Genau. Damit die uns nicht verloren gehen, weil ich habe in Erinnerung, dass es plötzlich so war, dass man die Anzeige bekommen hat, oh, tut mir leid, so und so viele Materialien sind verdorben oder verrottet oder... Ja, denn... Wie viel können wir denn eigentlich aufnehmen? Das steht hier gar nicht. auf alle. Okay, gut. Wissen über Konstruktion. Also 35 ist okay. Wir haben nirgends mehr als 35. Das ist gut. Dann... Gemeinschaft. Billy ist engagiert hier. Ja. Macht sich schon warm. Theresa McConnell. Und ich denke, ich wechsle mal zu Billy. Der hat auch noch einen Packsack, okay. Kann auch gleich ablegen. So. Der sollte sich auch mal ausrüsten. So, keine Munition dafür, keine Munition dafür. Ah, das ist natürlich übel. Dann machen wir es so. Und reparieren 78. Oh, das kommt mir viel vor. Gut.
Dann nehmen wir von der den Schalldämpfer runter. Und sagen... Ausrüsten. Anbringen. Gut, okay. Ein 8er Rucksack. Dann nehmen wir die. What else? Medizin und Food. Die können wir auch reparieren. Okay. Dann brauchen wir natürlich Munition. Und dann sind wir gut ausgestattet. So. Okay. Hier wird noch was gemacht. Krankenstation. Könnte ich jetzt aufrüsten? Mache ich. So, außerdem könnten wir noch einen Außenposten gebrauchen. Okay, wir sind gut ausgerüstet. Etwas Benzin zu geben, Gail. Okay, ach, dann mach mal. I've deciphered more of my aunt's prepper plan. I think I know where she went. Benzin haben wir nun wirklich reichlich. Ach so, da war doch noch was. Und zwar... Einmal Benzinkanister. Und warum kriegen wir nicht so einen Kasten? Da fehlen wahrscheinlich Ersatzteile. Ach so, die ist noch gar nicht aufgewertet. Das ist, glaube ich, das Ding. Okay, wir haben gerade Leute gebraucht. Gut. Werkstatt. Doch hier. Stuff. I'm in serious trouble here. Okay.
still taking care of that thing we discussed? Ja, komm schon. So, wo ist unser Kontaktmann? Much obliged. Be safe. Don't just stand out there in the cold. Get your ass in here. Hola, friend. What's new? Infos über okay, what do you say to a bit of bartering? Sure. 54, 89. Chemie. Bücher. Signalgarten. Tablettenpresse. Gut, dann hatten wir einen Überlebenden in Schwierigkeiten. Okay. Ne, hier wird's da hin. Also eigentlich genau hierher. Exhausted. Ja, du brauchst definitiv mehr Training, Belly. So, dann wollen wir mal schauen. Wollen wir das gleich machen? Das Ding ist ja, dass diese Armbrüste sind ja wirklich super leise. So eine Seuchenprobe ist nicht zu verachten. So, Benzinkanister nötig, aber hat man nicht. Ja, mal schauen. Ja. So. Tanken wir das Ding auf.
barely lift this. Natürlich jetzt ein bisschen mühsam. Aber gut, wie wir gerade sehen, als Training. Kaum vorstellbar, dass man auf dieses Feature so lange gewartet hat, von der Seitenwaffe auf die Langwaffe zu wechseln. Aber auf jeden Fall begrüßenswert. Also, dass jetzt doch gekommen ist. Get you out of there. Hello, freaky zombie. So, wo ist mein Friendo? Hier. Gotta make sure it's dead. So, das hat sich erledigt. Der ist nicht mehr hier. Ha. Tja. Naja, dann ist es so. Auf jeden Fall.
Und wo ist der hier? Schon wirklich ziemlich komfortabel. So. Hi there. Let's haggle. All right. Okay, hier stimmt was nicht. Like they say, fortune favors the bold. Mal schön freilaufen. So, wir können ja das verkaufen. Got anything useful you're looking to unload? Alright. Aber das ist alles nichts. Ich brauche nichts davon. Okay. I suppose we can do something with this. This place is empty. Better move on. Gut. Also was mir wirklich fehlt, ist eine Munitionspresse. Holos. Das kann man alles transferieren, glaube ich. Das kann man hier mal reinlegen. Ja, und jetzt. Dann wird es das für diese Runde gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.